Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Nachdem die Markentalk-Videos von Sebastian und mir rauskamen, in denen wir uns ganze Autopflegemarken mal angeschaut haben, euch gesagt haben, was wir von denen halten, von den einzelnen Produkten, vom Markenauftritt, von der Kommunikation und so weiter, hattet ihr euch gewünscht, dass wir euch in einzelnen, relativ kurzen Videos unsere persönlichen Top-Lieblings- oder Favoritenprodukte von einzelnen Marken vorstellen. Das heißt mit anderen Worten, ihr hattet euch von uns gewünscht, dass wir nicht erst am Ende des Jahres unsere Favoritenprodukte über den ganzen Autopflegemarkt hinweg präsentieren, sondern wie gesagt eben zu einzelnen Marken. Genau das machen Sebastian und ich in dieser Videoreihe. Ich versuche mich dabei immer auf maximal 5 Produkte zu beschränken und in diesem Video geht es um Infinity Wax. Das ist eine englische Marke im Gros der Autopflegehersteller, kann man sagen, eine relativ junge Marke, obwohl sie doch schon einige Jahre lang mit dabei sind. Und grundsätzlich muss ich für mich persönlich sagen, halte ich Infinity Wax für eine der agilsten und eine der innovativsten Marken. Die sind ganz, ganz vorne mit dabei, wenn es beispielsweise um die Entwicklung von Graphenprodukten geht. Aktuell konzentrieren sie sich mit ihrer Synergy-Reihe sehr, sehr stark auf Keramikversiegelungen und in diesem Segment sehr stark auf einfache und schnell anzuwendende Keramikversiegelungen, die gerade den Markt der mobilen Aufbereiter ein bisschen aufrütteln sollen. Innerhalb vom Sortiment von Infinity Wax geht es jetzt eben in diesem Video darum, dass ich euch meine 5 persönlichen Top-Favoriten oder Lieblingsprodukte präsentiere. Wir gehen, wie immer in diesen Videos, versuche ich so zu halten, dass wir von der typischen Waschreihenfolge her gehen. Das heißt, waschen, vorreinigen, dekontaminieren, polieren und dann am Ende versiegeln. Also, wir starten mit dem Waschen und da sind bereits 2 Favoritenprodukte von Infinity Wax dabei. Das ist einmal das Pure Shampoo. Warum mag ich dieses Shampoo besonders gerne? Denn es wird einige von euch wundern, das bringt keinen besonderen Duft mit, das ist geruchslos. Ich mag es trotzdem sehr gerne, weil es ein extrem hochkonzentriertes Shampoo ist. Und diese Kategorie liebe ich einfach. 2000:1, das heißt, je nachdem, wie viel ihr in einem Wascheimer drin habt, reichen 5 bis 20 Milliliter von diesem Shampoo im Wascheimer und ihr habt trotzdem eine Schaumerzeugung, einen Gleitfilm und eine Reinigungsleistung. Und das macht eben dieses Shampoo extrem günstig, auch wenn die Flasche selber vielleicht mehr kostet als ein Sonax Auto Shampoo. Wenn man es eben dann auf eine einzelne Anwendung runterrechnet, ist das unglaublich günstig. Jetzt wird es noch besser, das gibt es in 5 Liter Kanister und dann ist das hier eine unglaublich gute Option, gerade für die professionellen Aufbereiter unter euch. Denn auch wenn ich jetzt persönlich nicht jedes Mal hingehe und wirklich die 5 Milliliter auf den Punkt genau abmesse, sondern ich kippe das einfach irgendwie in den Shampoo-Eimer rein, könnt ihr das hier als Professioneller machen. Ihr könnt es euch auch vormixen und vorbereiten oder wenn ihr einfach mal ein wirklich stark verschmutztes Auto habt und ein bisschen mehr Reinigungsleistung braucht, dann könnt ihr euch ein bisschen mehr von dem Shampoo dazugeben und dann habt ihr das auch. Und jetzt kommt noch der wichtige Punkt für alle Duftfetischisten da draußen. Dieses Shampoo gibt es auch oder gab es auch in einer Wassermelonenduftvariante. Das heißt, ihr habt dann hier wirklich das Beste aus allen Welten und genau darum mag ich das Shampoo. Jetzt kommt noch ein Punkt dazu. Hochkonzentrierte Shampoos sind entweder extrem dickflüssig von der Konsistenz her. Ich denke hier an Gion Bath Essence. Das ist mühsam aus der Shampooflasche rauszukriegen. Oder sie sind extrem dünnflüssig wie das Bild Hamber Auto Wash. Beides mag ich nicht besonders gerne. Das Infinity Wax weist die aus meiner Sicht perfekte Konsistenz für so ein hochkonzentriertes Shampoo auf. Und deswegen mag ich das so gerne und deswegen ist das eines meiner 5 Top-Produkte. Dann der Power Foam. Auch der hier wieder. Nein, da ist kein Duft dabei. Eher so dieser typische stechende Geruch von einem alkalischen Snow Foam. Und das ist jetzt auch schon der entscheidende Hinweis. Wenn ihr ein versiegeltes Auto habt, ist das keine gute Wahl. Keramik versiegelt, ja, eine Keramikversiegelung kann sowas ab. Wenn ihr ein Sprühwachs, eine Sprühversiegelung, einen Quick Detailer habt, würde ich euch davon abraten, das hier dauerhaft zu verwenden. Schaut euch da lieber mal den Wipeout Snow Foam von Infinity Wax an. Der ist pH-neutral, der reinigt auch sehr, sehr gut. Da würde ich euch eher den empfehlen. Ich mag aber den Power Foam aus folgendem Grund sehr gerne. Ist, wie gesagt, alkalisch, reinigt sehr, sehr, sehr gut. Aber jetzt kommt der Punkt. Diese Reinigungsleistung, diese Alkalität, die hier drin ist, kommt nicht von kaustischen, kommt nicht von sehr aggressiven Inhaltsstoffen, sondern
Das ist zuckerbasiert. Es ist jetzt natürlich eigentlich Quatsch, von zuckerbasiert zu sprechen, denn die Mehrheit der Inhaltsstoffe, die da in dieser Flasche drin sind, sind nicht zuckerbasiert, sondern da sind zuckerbasierte Inhaltsstoffe drin. Und diejenigen von euch, die sich ein bisschen auskennen, die so ein bisschen mithören in der Autopflegeszene, die wissen, dass Bild Hamber vor kurzem mit dem Touchless Snow Foam genau mit so einem zuckerbasierten Snow Foam auch auf den Markt kam. Da wurde ein Riesentheater drum gemacht, obwohl Infinity Wax hier weit, weit, weit vor Bild Hamber auf dem Markt war. Zuckerbasiert heißt einfach, das ist teurer und mühsamer in der Herstellung. Infinity Wax muss hier ein bisschen mehr machen, als einfach nur billige, aggressive Inhaltsstoffe reinzumischen. Dafür erzeugen sie aber eine Reinigungsleistung, die vergleichsweise schonend fürs Auto und für viele Anbauteile ist. Das heißt, wenn ihr euer Auto oft mit so einem starken Snow Foam wascht oder waschen müsst, weil ihr einfach die entsprechenden Verschmutzungen auf dem Auto habt, denkt gerade an alltäglich gefahrene Autos, ich denke aber gerade auch an Track-Day-Autos, dann ist das hier eine absolut tolle Alternative. Nicht nur das, es ist ein extrem hochkonzentrierter Snow Foam. Infinity Wax verspricht, dass ihr bis zu 10 Milliliter oder bis auf 10 Milliliter runter könnt auf 990 Milliliter Wasser. Aus meiner Sicht, je nachdem, was ihr für eine Schaumlanze und für einen Hochdruckreiniger verwendet, ist das ein bisschen wenig. Ich würde mal sagen, fangt mit 50 Milliliter an, aber dann reicht das dicke. Also auch da wieder, vielleicht kostet es ein bisschen mehr in der Anschaffung, aber weil ihr hier weniger Snow Foam brauchen müsst, rechnet sich das dann halt mit der Zeit wieder auf. Man kann es nicht anders sagen, ein fantastischer Vorreinigungs-Snow Foam. Der so ein bisschen die Brücke zwischen reinem Vorreiniger und einem pH-neutralen Snow Foam schlägt. Eines meiner 5 Top-Produkte. Dann, jetzt gehen wir zu den Quick-Detailern über. Der Infinity Wax Rapid Detailer, Achtung, hier gibt es 2 Varianten, blau und pink, ist exakt das gleiche drin. Die Gerüche sind sogar identisch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Moment, ich überprüfe es für euch. Ja, ist exakt der gleiche Duft. Ist ein sehr süßer, Bubblegum-mäßiger Duft, würde ich sagen. Da hat sich Infinity Wax einfach gedacht, einmal für ihn in blau, einmal für sie in pink. Das ist alles, was da dahinter steckt. Das ist aus meiner Sicht einer der besten Quick-Detailer, die es auf dem Markt gibt. Warum? Er bringt vor allem eine Eigenschaft mit, die ich persönlich bei nicht vielen anderen Quick-Detailern gesehen habe. Und das ist die idiotensichere Verarbeitung, weil ihr sprüht euch das entweder aufs Auto oder direkt ins Tuch. Ihr verteilt das auf dem Auto und beim allerspätestens, beim zweiten Nachwischen, seht ihr schon, wie das Produkt komplett von selber ablüftet. Und das ist eine Eigenschaft, wie gesagt, die habe ich nicht bei vielen anderen gesehen. Dazu kommt tolle Reinigungsleistung, es ist ein echter Quick-Detailer. Eine leicht versiegelnde Wirkung, wobei viele von euch das Abperlverhalten von dem Zeug hier definitiv überraschen wird. Und weil das eben ein relativ ausgeprägtes Abperlverhalten mit sich bringt, bin ich hier der Meinung, dass wenn ihr unbedingt einen Quick Detailer verwenden wollt, obwohl ihr schon eine andere Versiegelung auf dem Auto drauf habt, ist das hier einer, wo ich sagen würde, kann man machen, weil sich das Abperlverhalten der Basisversiegelung wahrscheinlich mit diesem Produkt hier nicht wirklich oder nicht gravierend verschlechtern wird. Andere Quick Detailer, komplett andere Story, muss man dazu sagen. Was er noch mit sich bringt, eine schöne, eine prägnante Farbauffrischung, er bringt eine wunderschöne Lacklette mit sich und er kostet nicht die Welt. Also all das zusammen findet man nur in ganz, ganz, ganz wenigen anderen Produkten und deswegen ist das hier einer meiner absoluten Lieblings-Quick-Detailer, der eigentlich streng genommen, kann man sagen, in jedem Auto stehen sollte. Absolut fantastisches Produkt. Achtung, es gibt hier immer mal wieder Special Editions. Die gelbe war, glaube ich, die letzte, die rauskam. Die weiß einen, ja, einen sehr, sehr, sehr schönen Bananenduft auf. Dann gab es vor längerer Zeit den grünen, das war eine Wassermelone. Ja, grün ist meistens Wassermelone von der Farbe her bei Infinity Wax. Und dann gab es vor 2, 3, 4 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, gab es diese orange. Jawohl. Variante, die einen Zimtduft mit sich brachte. Das war eine Special Edition zu Weihnachten. Und genau diese Farbe und diesen Duft hatte ich mir von Michael von Infinity Wax für mein Metallpot-Wachs gewünscht. Seht schon, gleiche Farbe und auch ja, der gleiche Duft, der da drin ist. Dieses Wachs schauen wir uns definitiv mal in einem separaten Video an, denn das ist wirklich was Besonderes. Der Pot ist schon was Besonderes und ich halte es mal euch näher ans Mikrofon. Ich glaube, ihr hört das. Ja, wie gesagt, darauf gehen wir in einem separaten Video ein.
Was ich eigentlich sagen wollte, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, tut mir leid. Die Special Editions sind nicht einfach nur mit einer anderen Farbe und einem anderen Duft versehen. Das sind immer noch mal leistungsgesteigerte Varianten im Sinne der Versiegelungsleistung. Also hier ein bisschen aufpassen, denn die können im Auftrag ein bisschen schwieriger sein. Die lüften nicht ganz so schön ab, aber bringen dann entsprechende höhere Versiegelungsleistung mit. Rapid Detailer haben wir gesagt, jetzt haben wir drei Favoritenprodukte. Jetzt kommen wir zum Turbo 6. Flüssigwachs, man könnte auch sagen Polymer-Hybrid-Wachsversiegelung, denn so steht es auch hier auf der Flasche drauf, eine Canauba SiO2 Hybrid Cream Sealant. Furchtbar kompliziert, es ist ein Flüssigwachs. Das hier weist ein paar sehr schöne Eigenschaften auf. Ich gehe aber zuerst darauf ein, was ich nicht mag, das ist die Konsistenz. Ich halte es euch mal näher an die Kamera, dann seht ihr das schon. Wir haben es jetzt hier in der Halle relativ warm, ich glaube so 25 Grad. Jetzt ist das sehr, sehr flüssig. Wenn ihr das so verarbeitet, dann versickert euch das zu sehr im Auftragepad. Dann sind nicht alle Inhaltsstoffe von diesem Wachs hier oben drauf auf dem Pad, sondern im Pad drin. Dann kann es sein, im schlimmsten Fall, dass euch der Auftrag funktioniert noch, der Abtrag kann aber mühsamer werden. Es kann vor allem sein, dass ihr diese typischen schlierigen Wachshologramme habt, gerade wenn es draußen sehr warm ist. Mein ganz, ganz klarer Tipp an euch, stellt euch das 10, 20, 30 Minuten, bevor ihr es auftragt, in den Kühlschrank rein. Dann verfestigt sich das hier und dann ist es wesentlich besser in der Anwendung. Der Auftrag ist dann vielleicht nicht mehr ganz so easy, weil dann ist es nicht mehr so flüssig, man muss ein bisschen mehr reiben, aber der Abtrag wird wesentlich problemloser sein. Die Konsistenz mag ich nicht so. Was ich auch nicht so mag, ist der Preis, denn ja, man muss es ganz klar sagen, es gibt Flüssigwachse da draußen, die erreichen 75, 80, 90% der Performance von dem hier. Die kosten aber deutlich weniger. Ich denke da gerade an das, wo haben wir es? Hier, das OneWax Ceramic Shield zum Beispiel. Also, was aber das Turbo 6 halt mitbringt, ist mitunter eine der besten Standzeiten in der Kategorie der Flüssigwachse. Es bringt eine überragende Hydrophobie mit sich und es bringt auch sehr, sehr starke Farbauffrischungs- und Fülleigenschaften mit. Darum spricht Infinity Wax hier teilweise auch von einer Glaze. Und die Kombination aus all diesen Eigenschaften ist einfach unglaublich, ja fast schon einzigartig und da ist auch noch ein sehr angenehmer, schöner Bananenduft mit sich. Und genau deswegen ist das eines meiner Lieblingsprodukte von Infinity Wax. Es ist aber gleichzeitig auch einer meiner klaren Favoriten unter dem Flüssigwachsen. Komplett einzigartig am Markt ist es nicht. Nein, denn das Surfaces Hybrid Wax Cream oder die Surfaces Hybrid Wax Cream kann das nahezu auch, was das hier kann, hat aber gleichzeitig das Problem mit der Konsistenz nicht und kommt dem Turbo 6 deswegen sehr nahe. Ihr müsst hier aber aufpassen, dass ihr die V3, die Variante 3 erwischt oder die aktuell verkauft wird. Ändert nichts daran, dass Turbo 6 eines meiner klaren Favoritenprodukte von Infinity Wax. So, jetzt stehen hier noch zwei und wer mitgezählt hat, weiß, das ist eins zu viel. Das liegt daran, dass ja, ich lasse mal das hier zur Seite. Das Infinity Wax Super Gloss Plus Wachs. Meins ist mir hier runtergefallen, deswegen ist leider der Deckel kaputt, es sei mir verziehen. Das Super Gloss Plus Wachs ist das fünfte Favoritenprodukt von Infinity Wax, das ich habe. Warum? Ja, sag gleich was nochmal zum Duft. Es ist ein überragendes Allrounder Wachs. Wenn ich von Allrounder-Wachsen spreche, dann meine ich, dass es über alle möglichen Eigenschaften eines Wachses hinweg sehr ausgewogen ist und in jeder einzelnen von diesen Eigenschaften auch relativ hoch vom Niveau her. Ich vergleiche das immer mit einem Neowax Number One und ich würde das auch auf eine gleiche Stufe mit dem Neowax Number One stellen. Es kostet nahezu gleich viel, um die 50 Euro für den großen 200 Milliliter Pot. Es gibt auch noch einen kleineren mit 50 Milliliter, wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt. Auftrag sehr einfach, es kann im Abtrag, wenn ihr wirklich Pech habt mit eurem Lack, mit den Außentemperaturen, mit der Luftfeuchtigkeit, kann es im schlimmsten Fall sein, dass es mal ein bisschen, im Englischen sagt man grabby im Abtrag ist, dass ihr müsst die oberste Wachsschicht mit einem kurzflorigen Mikrofasertuch kurz brechen und dann lässt es sich wunderbar runternehmen. Und es kann im allerschlimmsten Fall sein, deswegen würde ich das euch nicht unbedingt empfehlen, wenn es draußen wirklich absolut furchtbar warm ist, denn auch das hier kann diese typischen Wachshologramme, diese Schlieren hinterlassen. Generell, hatte ich ja beim Turbo 6 auch gesagt, wenn ihr Probleme mit diesen Wachsschlieren habt, empfehle ich euch, lasst sie einfach auf dem Auto drauf, ungefähr eine Woche oder bis zur ersten Wäsche, denn meistens sind das einfach Öle,
die obendrauf aufschwimmen, die man nicht richtig wegpoliert bekommt, meistens weil man zu viel Wachs aufgetragen hat. Nach der ersten Wäsche wäscht man aber diese Öle einfach runter. Danach ist einfach die Wachsschicht, die drauf sein muss, ist auf dem Lack. Und diese Ölschicht hat man runtergenommen. Das noch als Tipp, wenn ihr das Problem habt. Überragende Hydrophobie. Das gilt eigentlich für fast alle Versiegelungsprodukte von Infinity Wax, zumindest für die Wachse. Überragende Hydrophobie kann mit dem Besten der Besten, die es auf dem Wachsmarkt gibt, definitiv mithalten. Standzeit beim Supergloss Plus würde ich jetzt mal sagen, ungefähr auf dem Niveau von einem Kiwami. Ist nicht das langanhaltendste Wachs, das es gibt, aber es hält vergleichsweise lange. Es bringt eine schöne Lackglätte, es bringt eine sehr schöne Farbauffrischung, ist ein Hybrid-keramisches Wachs, das heißt, da ist Carnauba-Anteil drin, da sind zusätzlich andere Wachse noch mit drin und da ist auch ein keramischer Zusatzstoff noch mit drin. Und all das kriegt man eben, diese sehr ausgewogenen, guten Eigenschaften, für vergleichsweise wenig Geld. Geruch ist ein angenehmer, natürlicher, herber Wachsgeruch mit einer klitzekleinen Zitrusnote. Aber man muss also auch ganz klar sagen, eine Lösemittelnote ist da schon dabei. Also wenn auch jemand sagt, das riecht nach Schuhcreme, kann ich verstehen, würde ich ihm nicht krumm nehmen. So, warum steht jetzt hier noch ein zweites Wachs, nämlich das Graphene Wax? Aus meiner Sicht legt das Graphene Wax in jeder einzelnen Eigenschaft nochmal eine Schippe obendrauf zum Supergloss Plus Wax. Das heißt, es ist nochmal angenehmer aufzutragen und abzutragen. Es weist nochmal eine schönere Hydrophobie auf. Es macht nochmal ein klitzekleines bisschen mehr fürs Finish. Es bringt nochmal eine schönere Lackglätte mit sich. Also wie gesagt, in jeder einzelnen Eigenschaft nochmal ein kleines Stück besser. Ich halte das für ein herausragendes Allrounder-Wachs, das wirklich, also wenn sich das jemand kauft, wird er garantiert nicht unglücklich sein. Auch von der Standzeit nochmal ein kleines bisschen mehr. Geruch, ganz, ganz klar Lösemittelnote, weil das geht meines Wissens auch nicht anders mit diesem reduzierten Graphenoxid, das da drin ist. Das braucht diese Lösemittel einfach. Deswegen auch diese graue Farbe. Da ist noch eine Nebennote, eine parfümartige Nebennote dabei, aber Lösemittelnote kommt da ganz klar durch. Was ist jetzt das Problem, warum ich das nicht als eines der Favoritenprodukte genannt habe? Der Preis. Über 100 Euro für diese 200 Milliliter. Und da kann ich nicht ruhigen Gewissens sagen, dass dieses bisschen, was es nochmal mehr kann als das Supergloss Plus, den doppelten Preis oder mehr als den doppelten Preis wert ist. Das ist der einzige Grund, warum ich das hier nicht in die Favoritenprodukte mit aufnehme oder wo ich euch sage, wenn euch der Preis egal ist, holt euch das Graphene Wax. Ich halte es auch für eine bessere Alternative als beispielsweise das Swiss Wax Shield. Würde ich mir definitiv vor dem Shield kaufen, aber weil ich halt hier mich auf 5 Produkte beschränken muss oder ich mir das selbst auferlegt habe, sage ich euch, das Supergloss Plus Wax ist mein Favoritenprodukt oder eins meiner Favoritenprodukte. Deswegen nochmal kurz, das Pure Shampoo, der Power Foam Snow Foam, der Rapid Detailer als Quick Detailer, Turbo 6 als Flüssigwachs und das Supergloss Plus als pastöses Wachs. Das hier, meine 5 Favoritenprodukte. Infinity Wax hat aber noch viel, viel mehr im Sortiment und deswegen würde es mich jetzt interessieren, was sind denn eure persönlichen Favoritenprodukte? Schreibt uns das unbedingt in die Kommentare unter diesem Video, würde mich sehr interessieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da, unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo und vor allem aber schaltet zum nächsten Video mit mir oder mit Sebastian wieder ein. Servus!